Dann machen wir das mal. Bei Assassin's Creed 3, die Tyrannei des König Washington, werden wir den Kurier finden, der Putnam die Nachricht von Franklin bringen soll. Wenn wir dabei unvorsichtig sind, wird man uns erwischen. Kann ich das Adler eigentlich? Ja, ich kann. Das ist sehr gut. Ein Scheiß tut's ihr. Wo ist der verdammte Bote? Bote, Bote, Bote. Was? Ziel lokalisiert. Wo? Ah, da unten. Okay. Versuchen wir das mal. Nein. Stirb! Ja, jetzt kommen wir gleich hier raus. Insta-Kill. Gut. Zum Treffpunkt gehen. Ah. Okay, der Treffpunkt ist gleich da hinten. Ah, bei dieser Schiffswerft. Falls man das, wenn es offen steht, auch Werft nennen kann. Also, ich weiß es nicht. So, was sahen wir denn? Da drüben, auf diesem noch nicht fertiggestellten Boot. Ah, da ist doch was. Müssen wir hin. Okay. Oh, an die Stelle erinnere ich mich noch. Das hat ein richtig mieses, optionales Ziel, das weiß ich noch. Ah, die Wachen ausschalten, bevor Putnam und Franklin eintreffen. Okay. Probieren wir es nochmal. Oh, oh Gott! Ach Mann! Ich hasse es, wenn die Ziele so sind. 20 Sekunden. Am Arsch 20 Sekunden. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt erstmal zu dem darüber. Weil bei dem anderen mehr Gerüchte sind, zu denen ich hin kann. Was soll denn das? Komm sofort runter! Verdammt! Leute! Alter! Scheiße! Runter, sonst könnt ihr ihn erwischen! Ich hasse die Animation, die ist eh unnütz! Das, wo der mit seinem Dings macht, mit seinem... Anus! So. Am Marsch. Zum Aussichtspunkt zurückkehren. Anus. Ich bin eine Eule. So. Was müssen wir jetzt für ein optionales Scheißding abschließen? Wer seid ihr? General Putnam kann zu dem Treffen nicht erscheinen. Was? Das ist doch absurd.
Washington wird das erfahren. König Washington? Seine Majestät hat sich nach New York entfernt, um der Rebellion dort ein Ende zu setzen. Sich entfernt? Ich wurde nicht informiert? Putnam bat mich, diese Erklärung des Königs zu überbringen. Hiermit attestiere ich, dass Israel Putnam fortan die... Was soll das? Von nun an befolgt ihr die Befehle Putnams. Ich soll seinen Befehlen folgen? Ich schlage vor, dass ihr mir etwas Respekt zeigt, oder ich lasse euch erschießen! Wachen! Wachen, aber... Sieht so aus, als müssten wir den Wachposten uns... Hä? Was ist das denn? Okay, erstmal Y. Dann den linken Trigger. Aha. Aha! So ist das also. Franklin, jetzt hab ich dich, du Penner. Halt still. Komm mit mir. Mein Gott, was haben wir getan? Ich wurde ein Monster. Als hätte Washington mich unter seiner Kontrolle gehabt. Komm schon. Er vernebelte meinen Geist. Er... Das interessiert mich nicht. Komm mit mir. Bringst du mich fort, um mich zu töten? Aber jetzt kann ich dir doch helfen. Ach so, wir können den jetzt einfach so führen, okay. Los, lauf! Du musst verstehen, es war, als würde er meine Gedanken kontrollieren. Ich konnte nicht selbstständig denken. Ja, ja. Kann sich selbstständig denken. So viel dazu. Ja, diese Tiere tun, was du willst. Verblüffend. Ja, sie tun, was ich will. Ich bin deren Meister. Da ist der abgeschiedene Ort. Schreckliche Dinge, schreckliche. Ich bereue das. Aber ich war wirklich nicht ich selbst. Schnauze. Hau. Was, wenn ich dich leben lasse? Ich wünsche nur, meine Sünden wieder gut zu machen. Ich werde nicht ruhen, bis der König gestürzt ist. Wie? Mein guter Mann, ich kann sehr vieles beitragen. Ich diente an Washingtons Seite und kenne seine Gewohnheiten. Er hat recht, Connor. Lass ihn. Ich kann mit Adams darüber sprechen. So, zurück zum Absender. Die Mission haben wir jetzt auch erfolgreich abgeschlossen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich mich so gut dran erinnern konnte. War doch eigentlich gar nichts Schlimmes dabei, oder? Jungs, Mädels, was ist hier los? So, also, jetzt geht's wohl ein bisschen weiter mit den Missionen. Hey! Egal, es gibt eh nichts mehr zu tun. Das heißt, wir können einfach schnell reisen. Ich weiß, es etwas schneller gewesen wäre, aber scheiß drauf. Ah, da ist ein Apfel. Ja, hab Hunger. Scheiße. Ja. Eiserner Wille. Mission starten. Yes. Kalendoko. Sam Adams. Ein Gefangener. Franklin. Ihr Bastard. Bringt ihn raus. Und erschießt ihn. Nein, nein, Sam. Ich bin wieder bei Verstand. Ich will helfen. Was ist mit dem Mord an meinem Vetter John? Den Familien von Dorchester? Was ist mit der alten Kirche, die ihr mit allen niedergebrannt habt? Alles schrecklich. Tu, was ich sagte. Nein. Ich glaube, er wird uns helfen. Um das alles zu beenden, müssen wir an Washington heran. Und Franklin kennt ihn am besten. Wir erfuhren, dass er in New York ist.
Doch im Verbund mit Jeffersons Rebellen in Manhattan könnten wir den König angreifen. Aber wie soll ich der Umklammerung von Boston entkommen? An den Docks wimmelt es von Soldaten. Putnam ist fort. Und der Captain am Boston Neck ist ein heimlicher Anhänger von uns. Ich bin sicher, er hilft uns, wenn er weiß, dass er keinen Ärger kriegt. Aber er müsste uns so helfen, dass man ihn dabei nicht erwischt. Vielleicht könnte man die Rumrationen seiner Männer erhöhen. Dann treffen wir am Boston Neck auf Betrunkene und könnten durchstoßen. Und in New York kann ich euch erst recht helfen. Ich will es nicht wissen! Ich habe ein cleveres Sicherheitssystem für Washingtons Palast entworfen. Ein Angriff dort wäre völlig unerwartet. Du könntest mich durch die Absperrungen bringen? Du brauchst ein Metall mit bestimmtem Gewicht. Ich kenne einen Schmied, dem ich vertraue. Er hilft dir. Das ist absurd. Ich besorge Franklins Metall, dann stoßen wir zu dir. Du verschwendest deine Zeit, mein Freund. Aber wir sehen uns in New York. Ein sonderbares Stück Metall, also. Metal. Mit dem Schmied sprechen auf jeden Fall mal. So, wenn uns da nichts dazwischen kommt, hey. Wir wissen es ja besser, dass niemals etwas genauso klappen wird wie geplant. Zumindest nicht von Anfang an. Nichts. Oh, was ist mit dem Schmied? Da ist er doch. Ah, Big Dave! Oder? Big Dave! Ja! Was kann ich für euch tun, Mister? Benjamin Franklin schickt mich. Er hat eine Bitte an dich. Franklin? Er sagte, du besitzt ein ungewöhnliches Metall. Er möchte, dass du es mir gibst. Na, das ist so eine Sache. Das Metall, bitte. Da kam einer vorbei, wollte sein Pferd beschlagen lassen. So wie es derzeit steht, war mein Eisen aufgebraucht. Und von irgendwas muss man ja leben, oder? Tut mir sehr leid. Du hast Hufeisen daraus gemacht? Ja. Sah noch gut aus. Echt gut. Sah schick aus, als er davon ritt. Arbeitet wohl in der Zitadelle. Er hat ein Hufeisen daraus gemacht. Das ist ja wundervoll. So aussichtslos. Das Pferd des Offiziers aufspüren. Oh Gott. Oh Mann. Müssen wir noch irgendein Pferd aufspüren? Na toll. Na, zum Glück haben wir ja die Sinne. Ah, das ist doch die Zitadelle, genau. Unbemerkt das Pferd stehlen. Wie sollen wir... Ach so. Unbemerkt also. Ja, okay. Das ist natürlich keine große Sache, also... Da ist es ja. Noch ein bisschen untergetaucht bleiben. Und jetzt das Pferd stehlen, und zwar unbemerkt. Und jetzt schnell raus hier. Ah! Script-Event. Wölfe werden uns helfen. Das Pferd ist viel zu schnell für uns. So wird es nichts. Aber wir haben ja zum Glück unsere Fähigkeiten. Okay. Dann kehren wir jetzt mal zu Franklin zurück. Ah, das macht schon automatisch, okay. Ach, es ist heiß da drin. Ich habe den Ofen angestocht. Das Feuer muss extrem heiß werden, um das Metall zu schmelzen. Hast du es? Ich hoffe, du hast deine Brechstange. Wofür? Brechstange, natürlich. Okay. Das Optionalziel haben wir auch erfüllt und damit werden wir den Part auch wieder beenden. Bis zum nächsten. Ciao.